Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschiller und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Mount, was wir über eine Heldentat bekommen. Und zwar ist es dieser mehr oder minder schicke Wurm hier. Der schimpft sich nämlich einmal erweckte Gedankenbohrer. Und wo wir den herbekommen, wollen wir uns jetzt mal angucken. Wir brauchen nämlich die Heldentat Schlüsselmeister von Battle for Azeroth. Und zwar da dann die von der vierten Season. Und ihr seht schon hier, als Belohnung gibt es einmal den erweckten Gedankenbohrer. Und das ist quasi eine Heldentat. Also sprich, es bringt keine Achievement-Punkte, aber wir kriegen trotzdem eine Belohnung. Ihr findet das Achievement bei euch, wenn ihr es noch nicht abgeschlossen habt, nicht in der Liste. Das haben Heldentaten so an sich. Heldentaten tauchen quasi erst dann auf, wenn wir sie abgeschlossen haben. Sind meistens Sachen, die man dann nicht mehr erreichen kann und dementsprechend sind sie Heldentaten und bringen auch keine Punkte. Ich habe es jetzt hier unter Heldentaten Dungeons und was müssen wir dafür machen? Wir müssen alle Dungeons im Mythic Plus 15 aufwärts abschließen und zwar innerhalb des Zeitlimits und das in der vierten Season. Heißt, hierfür brauchen wir, wo haben wir sie denn? Genau, hier diese ganzen ganzen Innis, alle 15 plus und zwar in Time. Also wenn ihr da ein paar Sekunden drüber seid, zählt halt leider nicht. Ja? Mehr müsst ihr eigentlich in Anführungszeichen nicht machen. Jetzt könnten wir das Video an der Stelle ausmachen. Die Informationen habt ihr. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie es ich gemacht habe, um vielleicht ja, dem einen oder anderen noch ein bisschen zu helfen, an sein Mount ranzukommen. Ich kann euch empfehlen, da viele von euch sicher wissen, vieles läuft im Mythic Plus Business, wenn ihr es random macht. Wenn ihr eine Gruppe habt, sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus, über dieses Raider.io und über den Score und wie setzt er sich zusammen. Da empfiehlt es sich vielleicht selber, sich dieses Raider.io Addon zu holen, um einfach so ein bisschen selber zu sehen, okay, wo stehe ich, vielleicht wie komme ich am besten in eine Gruppe rein. Und da macht es tatsächlich Sinn, erstmal ein paar niedrigere Keys zu laufen. Nicht, weil ihr euch selber krass verbessern müsst. Das kann natürlich auch sein, dass euch das hilft, weil ihr die Instanz noch nicht so kennt. Ich bin jetzt auch keiner, der großartig viel Mythic Plus läuft, muss ich dazu sagen. Aber einfach, dass dieser Score ein bisschen hochgeballert wird, klingt blöd. Ich finde es auch ein bisschen ätzend, aber so ist es nun mal. Man kommt in die besseren Gruppen rein, die höheren Keys laufen. Natürlich einfach nur dann, wenn man einen gewissen Score vorzuweisen hat. Ich habe es so gemacht, ich habe mir am Anfang gleich bei X15er Keys angemeldet, wurde pauschal bei allen abgelehnt. 30, 40 Keys angemeldet, immer abgelehnt. Im Endeffekt müsst ihr halt erstmal schauen, dass ihr so ein bisschen Grundscore habt. Ich habe es dann so gemacht, ich habe 10 bis 14er Keys gemacht, bis ich alle Instanzen einmal durch hatte. Dann war mein Score bei 1000, 1400, 500, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und dann quasi ja, jede Woche nur einen 15er gemacht. Das hat zwar dann teilweise ein bisschen gedauert, reinzukommen, klar, um die Weekly Chest mitzunehmen. Und sobald eine gute Woche war, habe ich dann quasi in allen möglichen Keys reingequeued, die ich noch gebraucht habe. Es wurden dann natürlich immer weniger, also ich habe dann immer nur die gemacht, die ich gebraucht habe, um dann irgendwann alle 15 voll zu haben. Ich habe es komplett random gemacht, also sprich, bin jetzt nicht in einer festen Gruppe oder mit einer Gildengruppe oder irgendwas gegangen. Doch, ich glaube, einen Key habe ich mit einer Gildengruppe gemacht, aber fast alles andere habe ich komplett random gemacht. Das funktioniert auf jeden Fall auch und ihr müsst euch halt davon befreien, ich will 15er Key machen, meld mich an, die nehme ich nicht mit, das System ist scheiße. Man muss halt leider ein bisschen was für tun. Ich will jetzt nicht behaupten, die 10er Keys die, oder 15er oder 11er, 12er, die ich gemacht habe, die haben mich jetzt in der Instanz nicht besser gemacht, aber man muss halt blöderweise für den Score sich da ein bisschen hocharbeiten und das vielleicht jedem so ein bisschen mitgeben, dass man da teilweise halt erstmal schauen muss, dass man vielleicht alle immer auf 10 gelaufen ist, dass man halt ein bisschen in bessere Gruppen reinkommt und sich da auch nicht demotivieren lässt. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier auf der Raider.io-Seite, um das so ein bisschen zu zeigen, was eine gute Woche ist, meiner Meinung nach. Ihr seht, ich habe fast alle Keys, also hier seht ihr die Affixe, ich habe fast alle Keys in einer Woche gemacht. Und zwar in der Woche, wo Bursting und Volcanic ist. Da muss man dazu sagen, Volcanic sind diese Vulkane, das ist ziemlich einfach. Da muss man einfach nur rauslaufen. Also die Bursting Volcanic Woche war einer der leichtesten überhaupt. Allgemein immer, wenn Volcanic dabei ist, ist eigentlich Freeloot und dementsprechend habe ich da alle Keys gemacht oder fast, also hier seht ihr, das habe ich nun mittlerweile halt durch Weekly Keys auch noch ein paar andere gebastelt, aber hauptsächlich da. Ich will jetzt nicht sagen, dass man in den anderen Wochen das nicht ausschaffen kann. Man mittlerweile mit dem Gear und dem Zeug, was ich jetzt habe, flitzt der auch ganz normal durch den 16er in den anderen Wochen durch. Das ist alles kein Problem, aber wenn ihr euch natürlich schwer tut, das random macht, dann sind die Wochen, wo natürlich die leichten Affixe sind, bieten sich an und da würde ich euch empfehlen, davor so ein bisschen den Score hochzubasteln und sobald die leichten Wochen sind, dann mal eine Woche anzugreifen, reinzuhauen und zu sagen, hey komm, ich versuche jetzt die ganzen Keys durchzuballern, habe meinen Mount und dann habe ich von M Plus wieder Ruhe. Gut, wahrscheinlich macht das wie ich, macht dann noch den Weekly Key, aber sonst
habe ich jetzt zum Beispiel persönlich kein Interesse da, meinen Score noch weiter hochzuballern. Das bringt mir tatsächlich nichts. Aber vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, der sagt, der dann Blut geleckt hat und gesagt, hey, ich will da noch ein bisschen weiterballern, ist bestimmt auch eine nette Zeitvertreibung. Genau, das war soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Sollten andere Leute noch andere Tipps haben, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen für euer Mount. Würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Feedback kriege. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.